Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Happy Friday. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Der übliche ähm, Mic-Check und Kamera-Check. Äh, Brauche ich einmal einen Daumen hoch, wenn alles gut läuft. Herzlich willkommen zum Friday Fireside. <laughs> Dem wöchentlichen Blick hinter die Kulissen vom Parkett. Was haben wir gemacht? Was haben wir getrieben? Wie läuft's? Was wurde released? Wir schauen mein Portfolio an. Ähm, was da läuft oder nicht läuft, und wir gucken ein bisschen den Markt, wir schauen Memes an, wir haben Community-Fragen. Heute ist die Agenda wie fast jeden Freitag vollgepackt, und ich freue mich wieder mit euch ein bisschen zu chillen. Ich habe mir natürlich auch wieder ein Getränk geholt, ich hoffe, ihr auch. Wir müssen die Screencard mal updaten. Also, das, wo steht, der Stream startet gleich, da steht, ihr sollt euch einen Kaffee holen, aber dadurch, dass wir jetzt 17 Uhr so als übliche Zeit haben, sind vielleicht andere Getränke besser dran? Das ist übrigens kein Whisky. Heute ist es ähm, Club Mate, weil der Whisky ist leer. Ich muss mir noch einen neuen bestellen oder kaufen gehen. Ich habe tatsächlich keinen da. Also Club Mate. Ist auch gut heute, denn äh, ich werde es brauchen. Ich sage euch noch warum. Gut, vielen Dank und ich sehe viele bekannte Gesichter im Chat. Hallo. Drelb, Jens, Lukas, Feltor Roman, Kai, Lisa natürlich am Start, ich glaube Gero auch im Hintergrund, Benedikt. Moin alle zusammen. Freut mich. Okay. Let's go. Was? Wir fangen wieder an mit Parkett-Updates, oder? Das ist so das Erste. Und wir haben ja letzte Woche das fette Update gehabt, ähm, wo ich mich für euch hier sogar ein bisschen lächerlich gemacht habe, wo ich Ballons hatte und alles drum und dran, äh, mit der äh, Gesamtübersicht, dass wir die endlich an alle ähm, User gelauncht hatten. Und wie versprochen gab es ein Feature, das haben wir noch ein bisschen zurückgehalten, haben es ähm, jetzt aktiviert für alle, nämlich die äh, Gesamtübersicht über alle Portfolios, die hier. Auf der Seite. Lasst mich mal ganz kurz noch mein Trackpad hier aktivieren. Das habe ich vergessen, dass ich auch schön dran zoomen kann für euch. So wie ihr das gewohnt seid. Hier. Oder geht es schon? Noch nicht? Doch, jetzt. Hier. Ähm, diese, äh, diese Gesamtübersicht, Tabelle, wie auch immer. Ähm, wir hatten das zurückgehalten, einfach weil das noch ein bisschen, ich sag mal... Performance lastig ist im Hintergrund, Diese ganzen, weil die ganzen äh, Portfolios ja ausgerechnet werden müssen. Und je nachdem, wie groß das sind, ist es ziemlich viel äh, Last. Das wird aber bald sehr viel performanter sein bei uns im Hintergrund. Aber deswegen haben wir es zurückgehalten und wollten so den Launch der Gesamtübersicht abwarten, bis so der große Traffic durch ist, ähm, um unsere Server ein bisschen zu schonen und haben gesagt, wir liefern das. Also es war schon fertig, aber wir aktivieren es quasi erst danach. Und äh, nachdem jetzt Anfang dieser Woche die Announcement-E-Mails rausgingen und so weiter und ein Haufen Traffic auf der Seite war, ähm, haben wir das dann Mitte der Woche aktiviert. Ja, also ihr solltet das jetzt schon sehen. Äh, ich hatte das auch schon mal hier gezeigt. Im Prinzip die Portfolios, die man inkludiert hat in der Gesamtübersicht, die kann man hier direkt vergleichen. Wir haben auch noch eine Spalte hinzugefügt, nämlich den IZF-Performance, äh, der unrealisierten Gewinne und den IZF äh, und den Wert. Die drei Spalten habt ihr für... Die Portfolios der Gesamtübersicht und darunter sind alle anderen eurer Portfolios ebenfalls noch. Das heißt, selbst die, die nicht in der Gesamtübersicht inkludiert sind, könnt ihr hier ähm, sehen und auf einen Blick vergleichen. Der Wunsch ist natürlich da, das haben wir gesehen von, von einigen Usern, äh, kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen, beziehungsweise wir alle im Team, dass hier jetzt mehr Spalten gewünscht sind, also dass man zum Beispiel die Dividenden über alle Portfolios vergleicht oder die. Die unrealisierten Gewinne, absolute Werte und so weiter. Also einfach mehr Spalten. Und im Endeffekt, wenn man das weiterspinnt, will man einfach, sagen wir mal, wahrscheinlich jede Metrik, die das Portfolio so hat, über die Portfolios hinweg vergleichen können. Das heißt, das ist jetzt nichts, was wir nächste Woche nachliefern oder sowas, aber die Idee ist, dass wir das in Zukunft nachliefern. Und zwar, dass wir daraus einfach eine größere Tabelle machen, wo ihr die Spalten selber auswählen könnt. So auch wie bei den Holdings aktuell unten. Ähm, dass ihr eine Portfolio-Table kriegt, wo ihr eigene Spalten auswählen könnt und sagen könnt, mich interessieren meine realisierten Gewinne und die Dividenden über die Portfolios hinweg und von mir aus noch die Performance. Und, und äh, dann könnt ihr das selber auswählen. Aber was das betrifft, ich weiß nicht, ob wir schon einen, einen Post in, ähm, im Feedback-Tool haben. Aber wenn ihr das wollt, dann bitte anlegen und hochworten. Und da man jetzt... Ähm, bestimmte äh, bestimmte Vorschläge im Feedback Tool, wir haben das ja erneuert, bestimmte Vorschläge direkt verlinken kann, wenn jemand schon ähm, das Feedback gebracht hat für eine größere Portfolio Table hier Vergleichstable, ähm, dann bitte einfach hier in Chat posten oder in die Community posten und ähm, dann könnt ihr das alles schön hochworten. So, ich gucke mal kurz in Chat. Äh. Gesamtübersicht für die App ist in der Mache, Dominik. Äh, dauert ein bisschen, also ähm, hatte ich auch mal im Stream erwähnt, konnten wir nicht, aus, einfach aus Kapazitätsgründen nicht gleichzeitig launchen, ist aber in Arbeit. Äh, Zeitplan kann ich dir nicht sagen, wenn es fertig ist, wie, wie üblich. Ähm, Blacks, du siehst dann Scrollbalken, wenn es ähm, ein bisschen zu breit ist oder so. Also... Wir zeigen Scrollbalken an, wenn man scrollen muss im Prinzip, ja, wenn der Platz nicht ausreicht. Das kann vor allem dann an hier langen Portfolionamen liegen oder sowas. Roman, es gibt später eine Frage runter, aber äh, also du kannst, du kannst die Frage einfach hier reinposten, wenn du willst, solange sie jetzt nicht ultra lang ist. Und wenn sie ganz spezifisch dein eigenes Portfolio betrifft, dann würde ich dir eher empfehlen, an support.parquet.com zu schreiben, weil... Dein Portfolio und das Debuggen und so weiter, das kann ich jetzt hier nicht machen. Aber ja, äh, Bestor, die Performance. Hier steht das Datum. Schau mal, Gesamtübersicht hier. Und ähm, ups, das ist die Sortierung. Hier steht äh, von wann die Performance ist und umstellen kannst du das oben rechts hier. Okay, also das, äh, das haben wir live gestellt und ähm, wir haben aber noch was, denn ähm, es wurde ja häufiger mal hier ein Feature, ein kleineres Feature gewünscht und äh, das haben wir quasi reingequetscht in was wir sonst so machen, weil ähm, ich hatte auch im Stream zugestimmt, dass das eigentlich äh, relativ ja, low effort ist bzw. Ähm, einigermaßen schnell gemacht ist und das ist die äh, das Duplizieren einer Aktivität ähm, einer Transaktion. Das, das wurde auch häufig gewünscht, und das geht jetzt, ähm, wenn ihr ich filter mal kurz hier nach Kauf, so als ob ich einen Kauf duplizieren will. Wenn ihr auf eure Aktivitäten geht und ihr habt jetzt zum Beispiel diesen Visa-Kauf von mir ähm, und den wollt ihr den wollt ihr ups, den wollt ihr duplizieren? Dann äh, geht ihr hier auf die Seite zu diesem Kontextmenü, ja, klickt drauf, wo ihr die Details seht, bearbeiten, Duplizieren, löschen oder direkt zur Holding springen. Duplizieren ist neu. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr quasi zur Aktivitäten-Anlegen-Seite, ähm, wo alles schon eingetragen ist, genauso wie in der Aktivität. Das heißt, ihr könnt einfach auf Speichern drücken, dann kriegt ihr eine Warnung, dass es ein Duplicate ist, also dass es ähm, ja, ein Duplikat ist. Ihr könnt dann klicken trotzdem anlegen. Oder und das, weil das ist der übliche Use Case. Ihr wollt duplizieren und dann einfach eine Sache ändern. Zum Beispiel, ihr ändert dann den Monat äh, von mir aus auf äh, was weiß ich Dezember und dann updatet sich der Preis hier unten automatisch und ihr drückt auf Speichern und gut ist. Ja? Ähm, jetzt habe ich die natürlich angelegt. Das heißt, ich muss die jetzt wieder finden und wieder löschen, denn das ist hier ein echtes Portfolio und kein Spiel, Spielplatz, gell? Das war äh, Februar, Januar, diese hier, Dezember. Ist definitiv falsch. Und welche war es? Oben war es 9.04 Uhr, dann ist es die hier. So. Und die löschen wir wieder. Genau, also. Ähm, Aktivität duplizieren ist verfügbar. Wie gesagt, wenn ihr genau die gleichen Werte drin habt wie, wie bei einer anderen ähm, Aktivität, dann, dann kommt eine, eine kleine rote Meldung unten, dass es ein Duplikat ist, ähm, weil generell ist es üblich, dass niemand Duplikate anlegen will und wir, das, und wir da eher eine Warnung rausschieben, vor allem wenn man PDFs reinzieht oder, oder CSVs oder so, ähm, aber da ist dann einfach ein kleiner Button, da steht trotzdem anlegen, da klickt ihr drauf und dann ist trotzdem angelegt, ja, also... Das ähm, haben wir auch noch released. Und ansonsten war diese Woche im Zeichen von Bugfixes und so weiter. Also wenn wir so einen großen Release gemacht haben, dann haben wir es jetzt uns so ein bisschen als, ähm, wie soll ich sagen, als Regel gesetzt, dass wir die Woche danach erstmal Bugs fixen, Kleinigkeiten umsetzen und so weiter, dass wir eine Woche sehr viel Kleinkram machen. Und das seht ihr auch im Changelog, wenn ich da mal reingehe. Ähm, der Public Change Log, wo ihr alle Änderungen seht, die wir machen, auch also die wirklich die kleinen Details, die kann man da immer nachlesen. Da seht ihr, heute war ein Release, gestern war ein Release und da sind dann so Sachen wie es gab ein Problem mit duplicated Activities beim Import. Wenn man seine Aktivitäten exportiert in eine CSV, dann wird jetzt der Activity Filter beachtet. Das heißt, wenn ihr hier, ups hier sagt okay ich habe nur Visa und nur Käufe und ihr klickt jetzt auf Exportieren, dann werden auch nur diese hier exportiert und nicht alle. Ähm, es gab ein paar Errors. Bei den gruppierten Assets, ne, wenn ihr auf, dem, auf der Gesamtübersicht seid hier und ihr gruppiert eure Assets, ähm, die gleichen Assets, ja, wenn die zusammen gruppiert sind und so weiter, ähm, gab es ein Problem mit der Währung und so weiter. Ne? Beim Import gab es sehr viele Updates, was Postbank betrifft oder Queryon. Swiss Quote und so weiter. Und äh, gestern genauso auch was Vanguard betrifft und so weiter, könnt ihr euch durchlesen. Ja, das sind viele kleine Details, sehr viele Fixes. Aber auch wenn wir nicht jede Woche irgendwelche Blockbuster-Releases haben, was ähm, gar nicht gehen kann, könnt ihr generell davon ausgehen, dass eigentlich ähm, mehrmals die Woche ein neuer Release kommt, ähm, der irgendwas, irgendwas verbessert. Kleinigkeiten und Großigkeiten. paul? Ähm, äh, ja, theoretisch kannst du das machen. aber, also du kaufst genau das gleiche. Ähm, ich glaube, es geht schneller, wenn du... du, du ich, ich gehe jetzt mal davon aus, du legst es als pdf an. ja, äh, das weiß ich nicht genau, gerade ob das so ist oder nicht. aber wenn du es als pdfs anlegst, geht es schneller, wenn du... Du hast das eine Portfolio, ziehst es rein, machst das zweite Portfolio auf, ziehst es da rein. Und wenn du es nicht per PDF machst, dann ähm, also du kannst ja keine einzelne Aktivität verschieben, aktuell. Du kannst nur eine ganze Holding verschieben und wenn die im anderen Portfolio schon existiert, dann kommt ein Error. Das, und weil das überschreibt ja keine bestehende ähm, äh, Holding. Deswegen, mir fällt gerade kein Workflow ein, wie du ein Portfolio pflegst und es dann einfach ins andere ähm, kopierst oder so. Duplizieren ist aktuell von der Aktivität fürs gleiche Portfolio gedacht, nicht für andere Portfolios. Jetzt sehe ich gerade hier, dass hier meine Holdings auch kopiert sind, aber ich will das nicht. So. Genau. Ähm dann wollte ich noch kurz erwähnen, weil das sicherlich ein paar von euch zumindest tangiert oder interessiert, TUI-Split. TUI, -Split. TUI äh, hatte einen 10 zu 1 Split heute. Und ähm, da war natürlich ab und zu die Frage, wie macht man das? Und ihr kriegt gleich einen Link in Chat zu den FAQs. Ähm, normalerweise tragen wir Splits zentral ein und dann dauert es ein bisschen, bis sich die Kurse anpassen und dann ist alles gut. Üblicherweise passieren die Splits halt Freitag, irgendwann Freitags. Und montags wird dann das Asset zu einem neuen Kurs gehandelt. Das heißt, ab Montag stimmt wieder alles. Und Freitags ist dann meistens noch so ein bisschen Mischmasch. Nicht nur bei uns, sondern überall. Also auch bei eurer Bank oder bei eurem Broker und so. Weil man einfach die historischen Kurse und alles anpassen muss. Das heißt, das passiert dann üblicherweise übers Wochenende und, und am Montag ist dann alles fein. Aber wenn ein Easy Change stattfindet, dann machen wir das nicht zentral. Dann ist es nämlich so, dass im Prinzip wird das eine Asset aus eurem Depot rausgebucht und das neue eingebucht. Das heißt, was ihr da macht ist, und genau das steht in der FAQ, der Link ist jetzt gerade im Chat, was ihr da macht ist, ihr schaut euch an, was für ein Einstiegspreis ihr habt. Also ich teile nochmal kurz mein Screen hier und gehe mal auf irgendein Asset, blende kurz den Einstieg ein. So, sagen wir mal hier... Von mir aus Tesla, ja, ich habe einen Einstiegspreis von 58,53. Und äh, was ihr machen würdet, wäre das ausbuchen komplett und dann Tesla wieder einbuchen mit der neuen E-SIN und als Kaufpreis oder als Preis euren Einstiegskurs split adjusted und die Shares natürlich auch split adjusted. Ja, also ähm, da macht ihr das selber manuell. Wie das geht, steht in der FAQ nochmal ganz genau. Aber ähm, das machen wir noch nicht zentral. Der Grund ist einfach, bisher tun wir solche, ich sag mal, zentralen Aktivitäten, Asset-spezifische Aktivitäten wie Splits, ähm, die fügen wir zentral ein. Aber sobald wir spezifische Aktivitäten erstellen müssen in euren Portfolios, das machen wir noch nicht zentral. Deswegen wird auch noch keine Dividende automatisch eingetragen und solche Geschichten. Ähm, das sind Sachen, über die wir nachdenken, wo wir sagen: Entweder. Es passiert ein Event und dann tragen wir die Aktivitäten bei euch ein und ihr könnt es löschen oder korrigieren oder einfach so lassen. Oder dass wir sie vorschlagen, das haben wir auch schon überlegt, dass ähm, ihr in eurem, wenn ihr euch einloggt, seht ihr halt vorgeschlagene Aktivität, zum Beispiel die Ein- und Ausbuchung von Tuin und drückt ihr auf Akzeptieren und dann ist es drin. Ähm, solche Sachen hatten wir auch überlegt. Hat halt, äh, ja, ist ein bisschen Aufwand im Hintergrund, aber das sind so die Gedanken, die ich mal ein bisschen mit euch teilen wollte. Wie auch immer, long story short. Wer TUI hat und den Split einpflegen will, in den FAQ steht es, wie es geht. Da das ein easy change ist, wird es nicht von uns zentral kommen. So, ich sehe schon wieder sehr viele Leute dabei, das freut mich, ähm, wenn euch die Releases genauso freuen wie mich, die ich teilweise jetzt hier neu entdecke, weil ähm, das Team das äh, ganz selbstständig äh, die, die Woche über macht. Ich bin nicht mehr so tief involviert in der Programmierung an sich. Dann äh, sagt dem Team Danke, indem ihr einmal auf, auf den Like-Button drückt. Die werden sich freuen. Und die nächsten Projekte, die anstehen. Ähm, ich habe es schon oft gesagt, dass es ein Projekt gibt bei uns, das wir machen wollen, das sehr viele andere Projekte enabled, ähm, sehr viele Sachen möglich macht. Und das wird als nächstes anstehen, unter anderem. Also das ist mit das größte Projekt. Das haben wir jetzt lange vorbereitet und äh, da geht die Programmierung dann quasi nächste Woche los. Und das wird sehr viele neue Sachen ermöglichen, aber die sage ich euch erst äh, zu gegebenem Zeitpunkt. Denn ähm, das ist ein bisschen ein Mammut-Task, der jetzt kommt, aber sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtige Grundlagenarbeit für das, was wir sonst noch so vorhaben. Gut, äh, wir können auch mal über das Portfolio an sich sprechen, denn ähm, was ist denn da passiert bis jetzt oder in letzter Zeit? Also. Ich bin ja relativ Cashflow-orientiert. Und wenn wir hier den, ich mache mal kurz ein bisschen kleiner. Ähm, so. Oder, beziehungsweise, ich gehe aufs dividenden dashboard Wenn wir hier den, äh, die monatliche Dividende angucken, dann hatten wir hier im Dezember eine fast 1000 Euro Monstermonat. Der Januar war lächerlich. Und der Februar bekleckert sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm. Äh, 40 Euro. Ist okay, aber ich meine, gegen 1000 Euro ist es so okay, whatever. Ähm, und es wird sich auch nicht ändern, wenn ich mir die angekündigten Dividenden angucke. Der ähm, Januar und der Februar letztes Jahr sahen ein bisschen besser aus, aber hier war der All-World High Dividend Yield-Teil halt dabei im Januar. Der ist hier im Dezember. Ja, also der wurde hier schon Ende Dezember gebucht, deswegen ist der Dezember hier so, so hoch. Ähm, aber ansonsten war der Januar hier auch lächerlich. Und der Februar, hier ist der MSCI, nee, was war hier groß? Der REIT, Developed Markets, ähm, der ist im Februar gefallen. Wenn ich hier bei angekündigte Dividenden schaue, dann wird der auf den 1.3. angekündigt, 1 Uhr nachts. Jetzt ist die Frage, wann das halt gebucht wird. Es kann gut sein, dass, ähm, dass ich das von meiner Bank auch am letzten Tag vom Februar bekomme und dann fällt es ja auch in den Februar, dann hat der zumindest auch wieder ein paar ein bisschen was. Aber wie auch immer, für den März steht. 400 Euro hier schon dran, wo alles Mögliche dabei ist. Ähm, die Reads sind dabei, Visa, Johnson Johns, Microsoft 3M, die ganzen Quartalsausschütter, Unilever, Home Depot, Shell und so weiter. Alle haben gut was abzudrücken an mich, den Shareholder, den einen Shareholder ähm, und euch natürlich. Und wer, was hier aber noch gar nicht dabei ist, sind die Vanguards. Diese hier. Die in der Vergangenheit hier, also die sind bei mir relativ groß, ja. das heißt, die schütten anständig aus. Also ich kann hier schon noch mal 300-400 Euro, denke ich mal, nur von Vanguard erwarten, was da noch on top kommt. Das steht, das, das, die haben noch nicht angekündigt. Also, das steht da noch nicht drin. Das heißt, der März wird absolut Bombe. Und wenn ich mal die Quartalszahlen angucke hier, dann sehen wir, das in Q, Q3 letztes Jahr waren wir bei was 1700 Euro, äh, 1000, ja doch 1700 Euro. Ähm, und Q4 auch über 1000 Euro, 1300 oder 400 oder so. Und das Q1 ja, sieht noch relativ mickrig aus. Also da müsste noch einiges kommen. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass die 1000 auf jeden Fall wieder geknackt wird. Aber 1000 pro Quartal ist nice. Und mein monatliches Einkommen hat halt richtig gelitten. Das war mal bei 500 Euro, weil wegen diesen drei lächerlichen Monaten hier. Das sind halt die letzten zwölf Monate. Oder quasi die letzten zwölf Monate Dividenden geteilt durch zwölf gibt es durchschnittliche monatliche Einkommen der letzten zwölf Monate. Und da ziehen solche Monate, ziehen das natürlich runter. Aber wenn hier der Blockbuster-Monat wieder reinkommt, dann, dann sieht es auch wieder besser aus. Dann wird mein Schnitt wieder hochgezogen. Aber ja. So sieht es aktuell aus. Also, dividendenmäßig ähm, ist äh, Januar und Februar definitiv eine Durststrecke, ähm, wo ich mir noch überlegen muss, wie ich mich da drüber ne, mit äh, motivationstechnisch drüber, äh, drüber ziehe. Aktuell ignoriere ich es einfach, aber es ist ein bisschen schade, weil der Cashflow ist schon sehr motiviert. Wenn wir hier mal gucken, die, das Dividendenwachstum über die Jahre hinweg haben wir immer schöne Verdopplung hingelegt. Das ist natürlich auch für dieses Jahr wieder das Ziel. Aber da müssen wir gucken. Ich musste meine Investments ja ein bisschen runterfahren, ne? Für euch hier mit äh, Parkett und alles drum und dran. Wenig bis gar kein Gehalt auszahlen, dies, das. Alles wird in die, in die Firma investiert. Das heißt, ähm, meine Aktienkäufe leiden ein bisschen, Leute. Gucken wir mal, ob wir dieses Jahr noch ändern können. Ich, äh, ich tue, was ich kann. Dass wir das nochmal noch wieder ein bisschen ändern. Ähm. Gab es noch was, was ich zeigen wollte? Nee, das war das von den Dividenden. Wenn wir auf die Aktivitäten gucken im Februar, klar, die Dividenden sind hier und ähm, Käufe. Ansonsten die üblichen Sparpläne: äh, Visa, Mastercard, Shell, der All World High Dividend Yield, Microsoft 3M, Starbucks, Unilever, Johnson Johnson, Apple, Behrensen neu im Sparplan und äh, der Developed. Markets Property Yield Read, ähm, das läuft einfach weiter. So, äh, die Frage, wie geht das mit der Quartalsansicht? Ähm, hier gibt es auf dem Dividenden-Dashboard gibt es hier einen Breakdown. Aber ich kann es gerade gar nicht 100% sagen, aber es könnte sein, dass es nur im, im Abo verfügbar ist, aber es Ehrlich gesagt weiß ich es gerade nicht 100%, dass der Tab nur dann erscheint. Schickt mir mal ein bisschen Mate nach, wenn es okay ist. So, ich den Heineken ein. Und äh, was ihr nicht wisst, ist, dass bei mir im Wohnzimmer hier eine Gruppe Gorillas abhängt, die äh, mit einem Bierpunkttisch auf mich warten, als ob ich 16 bin. Wir spielen Karten und sowas und ähm, Frau und Kind sind unterwegs. Also ist halt Nachtjungsabend angesagt und dementsprechend habe ich mir auch schon ein Bier geholt, weil ich nichts anderes hatte. Ist vorhin einer reinmarschiert, hat die vier Kisten Bier abgeliefert <laughs> und ein tisch Da habe ich mir jetzt ein Bier genommen. Für euch, für den Stream. Cheers, Feierabend, Bier, auf Freitagabend. Der, ach so, Entschuldigung, ja, ähm, jetzt verstehe ich das mit dem Breakdown. Der Breakdown organisiert sich nach, dem, nach der Timeline, also wie viel, wie viel drin ist. So dass, ähm, also wir wollen da nicht zu kleine Dinge haben, sondern der, wenn ihr ganz viel, seit vielen Jahren investiert, dann seht ihr da nur Jahre. Wenn ihr erst, wenn ihr noch nicht lang genug investiert, dann seht ihr da Monate. Also das passiert automatisch. Bei mir sind es Quartale, weil ich halt seit 2018 jetzt hier drin bin. Und das kann man auch aktuell nicht umstellen. Falls ihr da eine Konfiguration wollt, Feature Voting. Hallo, somit ich hätte eine Frage: es Ist es geplant, bei den Aktivitäten den Filter so anzupassen, dass man nicht nur nach Wertpapieren filtert, sondern gezielt nach Aktienfonds etc.? Du meinst nach, also wenn ich dich richtig verstehe, Willst du hier nicht Wertpapiere, Cash, Krypto stehen haben, sondern Aktien, ETF, Zertifikate und so, ne? Das ist definitiv was, was wir machen wollen. Auch an anderer Stelle, auch hier auf dem Dashboard, hier unter Asset-Klassen, dass wir das da auch machen. Dass wir, die wir haben da so eine interne Struktur, das kann ich euch einfach sagen, wie es ist, ja, und... Das war vielleicht ein Fehler meinerseits am Anfang, das so zu planen. Aber im Prinzip habe ich auf folgende Art über die Asset-Klassen nachgedacht. Ich habe gesagt, eine Asset-Klasse ist ähm, eine Security, ein Wertpapier. Eine andere Asset-Klasse ist Krypto, eine ist Cash, eine sind Immobilien, eine sind Edelmetalle und so weiter. Und, und Securities, also Wertpapiere, haben als Untertypen ETFs, Aktien. Ähm, Zertifikate, bla bla bla. Ja? Die äh, Fonds und so weiter. Das heißt, in unserer als ähm, äh, wie nennt man das? Äh, asset Types und Subtypes Flatten im UI ist notiert. So, meine Katze flippt hier ein bisschen. Bock auf den Stream. Ist ja gut. Okay. Äh, Tonaussetzer. Hört ihr mich noch? Test-Test. Also vom Setup her scheint alles gut zu sein. Hä? Äh? Hört ihr mich oder nicht? Also hier ist alles gut. Leute, verwirrt mich nicht. Ihr hört mich, ja? Okay, top, danke schön. Jetzt sehe ich's. Der hat ja glaube ich echt am Kabel gezogen, der Kater. Junge. Du bist ein Name. Da hinten auch. Oh, seht ihr sie eigentlich? Nee, gell. Ja. Alles gut. Top, top, top. Top, top, entspannt. <laughs> ist gut, alles klar, danke. Okay. Ähm, lasst mich schauen. Also ich habe das notiert, ja, aus dem Chat. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz ein bisschen in die Open Tabs. Denn es ist ein bisschen was passiert die Woche. Sowohl bei ähm, auf dem Markt als auch bei bei mir beziehungsweise ähm, Parkett und so weiter. Das erste, was ich gesehen habe, ähm, was ich super interessant fand, ja, würde mich echt interessieren, auch was ihr davon haltet. Instagram und Facebook wollen machen quasi einen auf Elon Musk und äh, wollen äh, paid paid for verification, also ein Abo anbieten, damit man diesen Verification Link da bekommt, ähm, das Icon. Finde ich an sich okay. Ich, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich, ich glaube, das ist so. Das finde ich an sich gut. Yeah. Hm. Hm, hm, hm. Okay, also, wie machen wir das mit dem Internet? Ich habe eine Idee, eine kleine Idee. Desktop. So? Vielleicht hilft das. Mein Internet ist laggy. Bei mir ist es ultra schnell. Die Kumpels saufen. Ja, ja. Wahrscheinlich äh, sind die alle im Netz und, und eskalieren, Alter. Ähm, lass mich mal kurz gucken, ob die hier was machen. Aber ich, ich glaube nicht. Oh. Ähm. Hört ihr mich wieder? Zu viel gespart. Jetzt geht's wieder. Okay, also ich habe jetzt mal den, die, die Qualität der Kamera von 4K auf HD gewechselt. Das heißt, vielleicht bin ich jetzt einfach ein bisschen blurry. Okay, ja, ich habe es gesehen, Aussätze, also hier und, und mit den Tabs und so ist alles super schnell, aber ich sehe es im YouTube-Dingens. Äh, da steht zwar Excellent Connection, aber da, da kommt dann der Spinner ab und zu. Hey, vielleicht schiebe ich es einfach mal auf YouTube, nicht auf Mindsetup. Das könnten wir auch mal machen, zur Abwechslung. Okay, wie auch immer. Äh, Verification auf ähm, Insta und Facebook. Ich denke, es ist okay. Wie gesagt, ich glaube, Privatpersonen würden es nicht nutzen, ehrlich gesagt. Nur Leute, die... Ist ein bisschen professionell, professioneller nutzen, das heißt Content Creator ähm, und so und so Amateure wie ich. Also nicht auf Instagram und Facebook, aber auf Twitter zum, zum Beispiel benutze ich es, weil ich da sehr viel poste. Oh ja, jetzt sieht, sieht man mich hier auch noch nicht mehr, nicht mehr so mega. Och, das ist doch alles hier. So. So. Alles improvisiert. Okay. Ähm, äh, zu Gast sein. Ähm, vor, ich weiß nicht, drei Wochen, glaube ich, ungefähr, hat mich der Kaspar von, ähm, von Finance Forward nach Berlin eingeladen. Und dann dürf, durfte ich äh, im, ich wusste es gar nicht, dass das im RTL-Studio ist und sowas oder RTL-Gebäude und, und so weiter, ähm, mit ihm sprechen. Über Parkett, über Gründung, alles hin und her. Äh, die also im, im Finance Forward Podcast eben ein bisschen über Parkett sprechen und so weiter. Und äh, das ist diese Woche rausgekommen. Also, wen das interessiert, ähm, wenn ihr euch das anschauen möchtet, Link kommt gleich in, ähm, in den Chat. Da habe ich ein bisschen drüber gesprochen, wie das halt war, so als Side, Side Project äh, Tresor One damals, beziehungsweise Parkett zu starten und ähm, die Pläne und wie sind Bootstrap ohne Investoren und so weiter, was das halt Vor- und Nachteile und wieso die Überlegungen dahinter sind und bla bla Also, so mehr ein bisschen aus Unternehmersicht. Das heißt, wen das interessiert, der Podcast ist jetzt live und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Kaspar für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bekomme sehr schönes Feedback und es haben mich auch schon einige sehr interessante Leute angeschrieben und gesagt, sie würden sich gerne mal. Unterhalten oder treffen und so weiter und äh, da bin ich gespannt, was so rauskommt. Also so ein, ich, ich nenne es mal so Exposure ja, in solchen Medien ist natürlich ähm, auch immer sehr interessant, zu was das vielleicht führt. Äh, Kollaboration oder sonst irgendwas. Könnt ihr euch definitiv anhören. Und ähm, euer Feedback interessiert mich auch ein bisschen dazu. Mein Shirt hat ein Moret, das muss ich googeln. Kannst du mir nicht mit so, mit so fancy Wörtern kommen, als ob ich das verstehe. Next up, Lindner schnürt Milliarden schweres Entlastungspaket für Unternehmen. Ich habe die Headline gelesen und gedacht, yes, Paket wird profitabler. Aber nee, ist für Personengesellschaften. Jetzt überlege ich, ob ich einen äh, äh, kleinen Seitenhieb gegen Personengesellschaften mache. Aber nee, sind auch Gründer, Selbstständige und so weiter. Und da unterstützt man sich. Also von dem her sehr nice. Äh, ist sind ja auch ein Haufen, ein Haufen Steuern, die da gezahlt werden. Die GmbHs haben oder Kapitalgesellschaften haben auch einen kleinen Vorteil steuerlich gegenüber den Personengesellschaften, anscheinend. Ähm, ja, deswegen cool. Betrifft mich persönlich jetzt nicht so hardcore. Das Einzige, was da auch drin steht, was ich auch interessant fand, ist, es gibt eine, oder es wird darüber geredet, dass ähm, ähm, Unternehmen, die in Klimawandel. Investieren, ähm, irgendeine Form von Bevorzugung, Belohnung, was auch immer, äh, bekommen sollen. Und das finde ich ganz interessant, weil wir, wir, wie ihr wisst, spenden wir ja ein Prozent unseres Umsatzes an, an den Klimaschutz. Es ähm, sind Projekte für CO2-Entnahme. Ähm, also, wenn man auf parkett.com/slash climate geht, dann sieht man auch genau, was das ist. Ähm, und welche Projekte das sind und, und, und das Komitee und wie das entschieden wird und lalala, beziehungsweise das Komitee ist, glaube ich, hier nicht drauf, aber das sieht man bei Stripe, der Partner, mit dem wir ähm, mit dem wir das machen, unser Payment-Anbieter. Und ähm, was, was ich da mich öfter gefragt habe, also ich meine aktuell die, die Beträge sind jetzt noch nicht riesig. Ja? Klar, ein Prozent unseres Umsatzes, also Top-Level, äh, ist, ist für uns natürlich. 1% ist 1%, aber ähm, ab in absoluten Zahlen sind die Beträge jetzt nicht ultra riesig. Aber wenn die das werden sollten, hoffentlich, dann ähm, würde mich persönlich natürlich auch interessieren: okay, äh, ist es nicht, also Stripe ist halt Stripe, das ist ein US-Unternehmen, das heißt, es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendeine Art von. Bescheinigung bekommen, dass wir was spenden oder sowas oder dass wir das als Spende abrechnen können oder dass es als Investition zählt oder irgendwas. Aktuell ist es einfach, ja, ihr habt halt weniger Revenue gemacht, sozusagen, ein Prozent weniger ähm, oder irgendwie so in der Art. Also, das ist nicht so, dass wir da aktuell irgendeinen Steuervorteil draus ziehen könnten oder zumindest, dass es, äh, was ist das deutsche Wort für, ah, dass es anerkannt wird, ja, als Spende sozusagen. Ähm, das würde ich gerne ändern. Und wenn Lindner hier von Investitionen in Klimaschutz spricht und so weiter, da bin ich gespannt, ob, ob sowas da auch darunter fällt. Aber natürlich wäre das, äh, wäre das schön, wenn, ähm, wenn, wir, wenn wir unseren Beitrag leisten ähm, und der Staat dann sowas supportet, dass wir da auch darunter fallen. Aber let's see. Ist jetzt keine, keine hohe Priorität oder so. Aber das Einzige, was aus diesem Artikel, wo ich gedacht habe, okay, das könnte jetzt. Äh, das Unternehmen, mit dem ich mich am stärksten identifiziere, betreffen. <laughs> Parkett muss eine Genossenschaft werden, ja. Können wir mal drüber nachdenken. Hm. Ich würde eher eine AG draus machen, Leute. Giovanni Ferrero, der schönste Name Europas und der reichste Mann Italiens. Der Bro macht Nutella. Und einen Haufen andere Sachen, die mich süchtig gemacht haben. Er will einen Haufen, einen Haufen Millionen in Deutschland investieren, was natürlich ähm, äh, sehr nice ist. Ferrero finde ich persönlich ein krasses Unternehmen, zumindest aus, aus, ich sag mal, Konsumentensicht und die, den ticken Einblick, ähm, den ich, den ich habe, ähm, leider nicht an der Börse. Aber ist interessant, ja. Die wollen äh, was, ich habe die Stadt gerade vergessen. Hessen in, in ihrem, äh, das Ferrero-Werk, wollen sie 100 Millionen Euro modernisieren. Krasser Mann, ich weiß nicht, ob auch neue Jobs entstehen und so weiter. Aber ist natürlich cool, ähm, dass Produktion in Deutschland weiter gepusht und gefördert wird. Und Ferrero, ich meine, Deutschland ist sicherlich ein guter Markt <laughs> für, für das Zeug. Würde mich mal interessieren, ob also, ne, welche Maker da am stärksten ist, das weiß ich gar nicht, aber. Ich bin sicherlich verantwortlich für so 2-3% von deren Revenue, was übrigens 14 Milliarden pro Jahr ist. Puh. Ja, Kinderschokolade, beste. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar, wir fliegen da kurz durch. Ja? Es gibt noch ein paar, Intel habe ich doch aus meinem Portfolio geschmissen, wisst ihr ja. War eine kleine Position, aber habe ich rausgeschmissen, weil ich da nicht... Nicht so stark dran. Glaub, ähm, dass es irgendeine Art von Turnaround-Case ist, beziehungsweise könnte sein, aber ich will nicht drauf wetten. Und äh, jetzt haben die die Dividende gekürzt, und zwar um 66% Prozent. Hardcore, vor allem weil der CEO vor was? Drei Monaten noch gesagt hat, ähm, gesunde Dividende, die ist Stars, super wichtig, äh, Intel ist committed, la Ja. Also er, er hat noch ganz andere Töne. Ähm, vor, ich weiß nicht, ob es vor einem Monat oder vor drei Monaten war oder so, aber in einem Interview ähm, ganz andere Töne von sich gegeben. Jetzt ist die Dividende weg. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist der einzige richtige Move äh, von Intel, weil sie echt Probleme haben und ran müssen. Aber, ähm, ja, was soll man sagen? Macht es halt unattraktiv, ne? weil, äh, oder viele, würde ich mal behaupten, viele der Käufer, viele der Investoren, ähm, unter anderem, auch wegen der De Dividende beziehungsweise teilhaben wollten. Und jetzt ist nicht nur ähm, der, der Aktienkurs in Keller geraucht, die Dividende ist auch noch weg. Ja, macht die ganze Situation nicht besser. Genau, schwindender PC-Consumer-Market, Mario, das ist ein Ding. Die Käufe der, der PCs gehen runter. Und auf der anderen Seite hat Apple die ja auch komplett rausgekattet äh, mit dem Schwenk von Intel auf, auf äh, Apple Silicon. Also... Ja, die Umfrage, würdet ihr auch Aktien von Parkett kaufen? Kann ich da auch Ja sagen? Ich würde Ja, ich würde kaufen. Aber guck mal, mal. Das Ding ist, äh, bevor ihr da jetzt Ja drückt oder unsicher, ähm, bei so einem Case, ja, wobei, wie public muss man denn sein über was man noch erreichen will oder was man plant oder was man denkt zu erreichen. Ne? So, ich bin ja mit mit meinen öffentlichen Ankündigungen über was ist Parkett in zwei Jahren oder welchen Markt greifen wir an, was, ge wovon gehen wir aus, was wir ähm, umsatzmäßig und so weiter oder profitmäßig schaffen können und so, bin ich ja relativ ruhig. Also das ist ja nichts, was ich großartig teile, weil ich es nicht gern habe. Ähm, sagen wir mal Große Versprechungen zu machen und die dann nicht zu halten oder sowas, sondern wir machen intern unsere Pläne, bla bla bla, und dann, dann wird da angegriffen. Aber wenn man an der Börse ist, beziehungsweise wenn man ähm, Aktien im, im Handel hat, dann muss man ja schon ein bisschen öffentlicher mit seinen Predictions, Plänen und so weiter sein, oder? Also natürlich kann, Also ja, man könnte so wie Nikola oder Tesla ohne Ende Versprechungen machen, ein paar werden gehalten, ein paar nicht oder ein paar fünf Jahre zu spät. Aber viele Unternehmen execute noch einfach. Ich zähle mich eher zu denen und oder würde lieber gerne zu denen gehören, ja, die nicht öffentlich so rumprahlen. Aber was ich damit sagen will ist, wenn wir jetzt an die Börse gehen würden, wir sind viel zu klein. Okay, das ist überhaupt keine Option. Aber wenn wenn wir jetzt an die Börse gehen würden, ähm, dann der Anleger wüsste ja, ihr wüsstet gar nicht. Wie kommt man denn zum Return on Invest? Wie, was hat der Herr Kuma da noch vor, um, um die Firma zu verzehnfachen? Den Umsatz oder was auch immer. Äh, ihr wisst ja nur, okay, wir haben jetzt Portfolio-Tracking und that's it. Und das ist ein Abo-Modell. Aber was wir sonst noch alles geplant haben im Hintergrund, das wisst ihr gar nicht. Und da frage ich mich halt dann, okay, wie soll man dann den Investment-Case machen, so ein bisschen? Wobei ein Investment Case. Ja doch. Ja, keine Ahnung. Ich ist es nicht. Also, das ist Intel. Amazon macht auch was krasses, finde ich. Ähm, was heißt krass? Ich finde es so eigentlich schlau aus Unternehmersicht. Klar, als, als Mitarbeiter tut es ein bisschen weh, aber ich glaube, das ist relativ smart, wenn eine Firma jetzt halt die ganze Zeit Homeoffice hatte und. Ähm, über Covid und danach das einfach eingehalten hat und jetzt zusätzlich zu den Layoffs, die sie vielleicht sowieso schon gemacht haben, nochmal ein paar Leute aus der Firma raustreiben will, um, um noch ein bisschen leaner zu werden, dann sagt man einfach, ihr müsst zurück ins Büro. Und genau das macht Amazon aktuell, sagt zu den Mitarbeitern, sie müssen zurück ins Office. Die Mitarbeiter sind mehr als unhappy. Und ähm, ich denke mir, ja. Guter Move von Amazon, da, dadurch werden ein paar Leute kündigen. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie entitelt man da sein sollte als, als Mitarbeiter, ähm, um zu sagen, hey, das was für sich haben wir verdient oder wir kommen nicht ins Office oder was auch immer. Äh, am Ende des Tages ist es immer noch Entscheidung der Firma und Firmen, Firmenkultur, denke ich mir. Klar können sie sauer sein, aber ja. Also wer, wo ich das gerechtfertigt finde, mehr als gerechtfertigt ist, die Leute, die in den letzten zwei Jahren eingestellt wurden, die nur Homeoffice kennen und wo auch gesagt wurde, dass man das behält und so weiter. Also, wenn es eine Änderung ist, die davor als permanent verkauft wurde, dann ist es natürlich richtig asi. Aber für alle Leute, die schon davor da sind, da denke ich mir halt, ja, okay, das ist sozusagen ein Benefit, der wegfällt. Aber am Ende des Tages, ja, Express Dismay finde ich jetzt nicht so, nicht so schlimm, aber da gibt es ja sehr viel mehr. Entitlement in manchen Tech-Firmen so im Sinne von ey, das steht uns zu und ihr könnt auch nicht verlangen, dass wir ins Office gehen und wir müssen uns ja um, keine Ahnung, die Kinder kümmern oder so. Ja, okay, aber das, das geht auch alles anders. Ich persönlich bin ein Riesen-Advocate von Homeoffice. Ne? Ich habe auch Homeoffice, Paket hat nur Homeoffice, wir haben gar kein Büro. Ähm ja, aber ich, ich persönlich reg mich nicht auf, wenn, eine, wenn, wenn ich bei einer Firma arbeite und die sagen, okay, jetzt müssen alle ins Büro und ich will das nicht, ja, dann kündige ich halt. Ich bin da nicht so, wie soll ich das sagen, die Firma, ich verdiene das oder so, oder die Firma schuldet mir das, dass, dass ich im Homeoffice arbeiten darf oder irgendwie sowas. Wie gesagt, also sie verspricht es. Ich, ich glaube, und ich, das ist auch oft ähm, die Diskussion jetzt im Netz, dass es einfach nochmal eine versteckte Layoff-Welle ist, sozusagen, um Leute rauszukicken. Das machen viele Firmen. Ist Asi aber auch ein schlauer Move aus Unternehmersicht, würde ich sagen. Im Serverbereich, Paul, ja krass, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Interessant, was hier im Chat steht. Also, wer den Chat nicht liest, äh, schaut mal rein. Mit Intel und AMD und dass die da von einem Tag auf den anderen die, ähm, die Preise halbiert haben. So, dann, Leute, was ist mit Mercedes los? Also, okay, ich will nicht über die Aktie oder die Unternehmensperformance oder sowas reden, weil das, ähm, das hat darauf keinen Einfluss. Aber was mich schon immer an diesen Bands ankotzt, auch wenn es ein richtig, ich finde, also, es nervt mich so, weil ich eigentlich ein Fan bin. Ja, habe ja auch mal da gearbeitet und so weiter. Eigentlich mich nervt das Potenzial, das auf der Strecke bleibt, wenn man über digital alles digital innerhalb von Daimler redet, beziehungsweise in dem Fall jetzt Mercedes speziell. Ähm, es war schon vor zehn Jahren so, es war schon vor fünf Jahren so, und es ist immer noch so, dass deren Infotainment, egal wie sie es nennen und egal wie sie es verkaufen wollen, einfach Trash ist. Das ist jeder hat ein 700 Euro Handy in der Tasche, das bessere Navigation, alles alles besser hat und die verkaufen die für 3000 Euro deren Navigationssystem, was einfach äh, absolut absolut gammelig ist und das Günstigere, das ja ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber das war vor fünf Jahren so oder was auch immer, ähm, das war einfach so, das war einfach eine Beleidigung, <laughs> ja, wenn man das benutzt und jeder, das siehst jeder Taxifahrer, jeder jeder klatscht sein Handy da drüber ähm, und um den Fakt macht sich da einfach niemand gut genug Gedanken oder, oder ich glaube, die, als ob sie es nicht realisieren wollen oder wahrhaben wollen, ähm, dass man das dann einfach embrace und sagt, hey, ich habe hier meinen Computer dabei, der kann viel mehr als alles, was Mercedes hinstellen könnte. Das iPhone hat ja oder, oder auch Android haben ja zehn Jahre Vorsprung, 20 Jahre Vorsprung und hundertfaches Software-Talent und, oder was weiß ich, UI-Talent und App-Developer und was auch immer. Ähm, Embrace das mit CarPlay und, 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 und äh, 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 Android Auto und so weiter. Stattdessen ballern sie hier ihre Windows Media Player, Windows Vista äh, UI drauf und, und haben jetzt TikTok und Angry Birds vorinstalliert. Oder beziehungsweise einen App Store dafür gemacht und, und das sind die Flagship-Apps. Das. Oh. Ist so welcher, welcher Autofahrer will den Angry Birds spielen und ich ich habe es noch nicht benutzt deren neue neue Touchscreens und so weiter aber ich würde meine Matte mein Bier und ein paar Euros drauf wetten dass es immer noch laggy und flüssig ist wenn du da drauf mit dem Touch das ist einfach dass es ein du du benutzt es und es fühlt sich einfach an wie in zu günstiges Android-Tablet. Einfach. Funktioniert einfach nicht anständig. ja Ist nicht flüssig und gar nichts. Ähm, das war immer so, wenn ich im Mercedes gesessen bin oder wenn ich einen hatte und es hat mich immer gestört. Beziehungsweise es ist es bei vielen deutschen Autoherstellern so, aber mich stört einfach dieser, dieser, ähm, dieser falsche Fokus, habe ich das Gefühl. Wen interessiert Angry Birds und TikTok in dem Auto? Sorgt dafür, dass das Navigationssystem gut ist, dass die wichtigen Funktionen am Start sind. Ähm, mach's nicht wie Tesla und nur Touchscreen machen ein paar Buttons rein für die wichtigsten Sachen und dann sorgt dafür, dass das UI aus dem Weg ist und ich nicht 700 Millionen. Ich habe ich hab eine Review vom EQS geguckt, ja, deren das ist Flagship S-Klasse äh, als EV und da der hat sau viele Funktionen, die man über das über das äh, Navigationsmenü, äh, sorry, das Infotainment-System einstellen kann und so weiter, abartig, wie man den konfigurieren kann, aber halt alles 30 Level tief in irgendwelchen Settings, sodass du halt nie irgendwie hinfindest oder sonst irgendwas. Oh, digital und deutsche Autos ist einfach nach wie vor ein rotes Tuch. Und, und dass die jetzt hier, ich habe auch, das, das, das frustriert mich richtig, ey. Ich habe jetzt auch den ähm, auf Instagram der Chefdesigner von Mercedes hat ein Video öffentlich gemacht, wie er an dem Screen hockt und Angry Birds zockt. Und da haben sie die Stellen rausgecuttet, wo man gesehen hätte, ob es flüssig ist oder nicht. Das hat mich sehr interessiert, aber man sieht man es nicht. Ähm, also das, die Animation läuft flüssig, aber wie, wie responsive das auf seine Touchgesten sind und so weiter hat man nicht gesehen. Aber ich finde es völlig fehl am Platz. Völlig falscher Fokus. Ähm, und es das hilft, das hilft halt auch einfach nichts. Ich glaube, das wird... Also, die Tatsache, dass sie jetzt einen App Store da drauf machen, ist, glaube ich, generell eine gute Idee. Aber ich glaube nicht, dass sie entsprechende Devs finden oder auch die Funktionalitäten in, in, für die Apps im App Store bereitstellen, dass die wirklich cool wären oder so. Wenn das einfach nur ein schlechteres iPad ist, warum? Dann, dann ist es wie beim Windows Phone, äh, wie bei Windows Phone, dass sie einen Haufen Kohle an. App-Developer zahlen, dass die die App dafür bereitstellen und die machen das genau einmal, um die Kohle zu kassieren und ab dann wird sie nie wieder geupdatet. Das ist wie ähm, einfach mit, irgendwie mit dem Trend hinterher und es ist einfach pure, pures Marketing-Ding, vielleicht, keine Ahnung. Und ich weiß aber nicht, bei wem es zieht. Ich meine, die sind doch gerade in die Luxusklasse klasse hoch. Ne? Die haben doch, die, die slashen ihre A-Klasse und das und das, sondern die wollen in den Luxusbereich. Wer von denen interessiert sich denn bitte für Angry Birds auf dem. Also, wenn sie damit die Jugendlichen ansprechen wollen, fein. Aber die Zielgruppe sind doch nicht mehr die Jugendlichen. Sorry, ich könnte da jetzt drei Tage drüber ragen. Ich finde es einfach ähm, völlig fehl am Platz. Ich habe übrigens keine Aktien mehr in Mercedes. Ich habe, äh, bevor sie den Split hatten, da hatte ich Daimler verkauft ähm, mit, mit anständig Verlust. Und natürlich, wie es so ist, wenn ich verkaufe, geht es erstmal hoch. Da ist Daimler hochgegangen und so weiter. Wie gesagt, alles gut. Ich will gar nicht dafür, dafür oder dagegen sprechen, ob die Autos sich absetzen oder sonst irgendwas. Wenn ich mir, ich habe kein Auto, aber wenn ich eins holen würde, ist Mercedes auch eine Firma, auf die ich gucke. Aber sicherlich nicht wegen dem Windows-Vista-Zeug da drauf, sondern ähm, da, da nehme ich schön Car Also, wenn es CarPlay nicht gibt, dass ich mein iPhone nutzen kann, dann würde ich es nicht. Das ist für mich ein Kaufkriterium quasi vom Auto, weil ich das interne Infotainment-System nicht nutzen will. Aber ein deutsches Auto hätte ich schon gern, weil der Rest ist nice. Aber das ist einfach extrem frustrierend. Und ich bin nur so frustriert, weil so viel Potenzial da auf der Strecke bleibt. Weil man so geiles Zeug machen könnte und sich so heraus absetzen könnte von allen anderen Autoherstellern. Ich wollte gerade sagen deutschen Autoherstellern, aber von allen Autoherstellern bis auf Tesla würde ich sagen, kann man sich mit Software riesiges Alleinstellungsmerkmal schaffen, auch im Luxus, das auch im Luxussegment relevant ist, meiner Meinung nach. Und die verschenken hier Jahr für Jahr die Möglichkeiten. Okay, genug davon. Apropos Luxus. LVMH ist nun Gossip äh, aktuell. ja, Ob sie sich den Schweizer Konkurrenten Richmond schnappen. Soweit ich weiß, gehört zu Richmond Mont Blanc, die coolen Stifte. Und soweit ich auch weiß, habe ich keinen. Ich glaube, die haben sogar einen Sitz in Hamburg. Ne? Ich habe nur einen Parkettstift. Und ich habe einen Aktiengrammstift hier irgendwo. Und ich habe diesen... Äh, Goldenen Stift, der ist ziemlich schwer, der wirkt sehr wertig. Aber so ein montblanc ding was kostet der? Schreibt mal in den Chat, was ein montblanc stift kostet. Ähm, für die dreieinhalb Mal im Jahr, wo ich einen Zettel unterschreiben muss. Why not, Leute? Why not? Ja, okay, aber also LVMH, mehr Assets, weiter wachsen, ähm, sich mehr Luxus einverleiben, das ist natürlich echt krass. Ne? Das ist schon Das wäre wirklich ein Mega-Deal. Also, das sind aber nur Gerüchte. Was soll man sagen? Übrigens, ähm, was mich mal interessieren wird, guck mal, wir reden hier ab und zu über diese Open Tabs und so, ne, oder über Themen, die mich triggern <laughs> im Markt. Ähm, ich habe über weil wir, Ich schreibe mir ja eine Agenda vorher. Wir schreiben so eine Agenda dafür und da stehen die ganzen Sachen drin mit ein paar Headlines und so. Und wir teilen die Links ja nicht zu diesen Artikeln, aber ich habe überlegt, die in so eine E-Mail zu packen als wöchentlicher Newsletter, extra News, optional, ähm, aber wen es interessiert, da könnte man subscriben und dann bekommt ihr einfach so eine kurze, weißt du, so, so ein Paragraph an Headlines der Woche, die ich hier im Stream diskutiere, ähm, die ich interessant finde über den Markt. Keine Ahnung, wenn, also weil wir es sowieso aufschreiben, ne? Hatte ich das nur im Kopf. Falls euch das interessiert, äh, sagt gerne Bescheid, drückt den Daumen hoch oder kommentiert. Und ähm, dann werden wir gucken, ob wir das nicht machen oder nicht. Oder nicht. Aber es war nur so eine sp spontane Überlegung. Was ihr vielleicht auch mitgekriegt habt, ich glaube die News ist von gestern oder heute. Bill Gates steigt bei Heineken ein. Was ziemlich interessant ist. Anscheinend soll er kein Bier. Cheers, Bill. Aber ähm, vielleicht will er jetzt ändern. Und ein paar von euch wollen sicher an die Hauptversammlung von Heineken und da mit Bill ein Bier trinken. Ähm, aber ja, finde ich sehr interessant. Ich persönlich habe nichts in Heineken. Aber wenn so, sagen wir mal, so ein Wahl einsteigt, ist natürlich immer. Die Frage, okay, was hat er gesehen? Ja, warum? Hier steht auch, warum er das tut, bleibt unklar. Also jede Theorie ist gern gesehen im Chat, warum Bill Gates bei, bei Heineken einsteckt. Aua Katze. Ist ja gut. Die flippen alle. IWC gehört auch zu Richmond. Die Uhr. Auch geil. 700 Euro pro Stift. Okay, okay. Ja, über 1000 Euro habe ich auch schon gesehen. Also, wenn, de, wenn der Stift nicht vierstellig kostet, Leute, dann ist es die Unterschrift nicht wert. Das brauchen wir nicht machen. Okay, Leute, das war's mit äh, Marktupdates und so weiter. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben eine gute Stunde durch. Ähm, was wir jetzt noch machen, <laughs> ist, wir schauen in den Meme-Channel. Lisa hat gesagt, ich muss da reingucken und da seien irgendwelche, sie hätte da krasse Dinger reingemacht oder ihr. Ähm, und ich, ich gucke da nicht rein bis jetzt. Also da, dadurch scrollen wir kurz. Ich schaue mir die Community-Fragen an, ähm, die ihr immer, sagen wir mal, in der Woche vor Stream, also während der ganzen Woche könnt ihr einfach ähm, in unserer Community-Fragen schon mal stellen. Ich lese die hier vor und beantworte sie so gut ich kann. Und ähm, wenn wir dann noch lustig sind, können wir noch auf ein Community-Depot gucken. Aber ähm, ich habe, wie gesagt,.. Ein paar Gorillas am Bierpunkttisch, die wollen, dass ich wieder 16 bin und ähm, da kann ich auch hingehen. <laughs> Freitagabend halt. Also, Meme-Channel. Ich muss meinen Screen teilen. Ich guck mal kurz. Äh, wenn du nur noch an Parkett denkst. <laughs> ja, okay. Ich muss gestehen, <laughs> dieser Kreis hier. Äh, der hier ist mittlerweile echt, äh, äh, wie soll man es nennen? Kleines Markenzeichen geworden von Parkett. Okay, das ist geil, Lisa. Nicht schlecht. Wir sollten mal so einen Sticker für so eine Zahnpasta machen: Future of Pricing. Okay, das hatten wir, äh, darüber hatten wir letztes Mal ein bisschen gejoked. Das finde ich sehr gut. Ähm, sollen wir das mal machen? Sollen wir unsere, unsere äh, Pricing Plans umbenennen? Laminat, Parkett und Marmor. Das ist ziemlich gut. Ach geil, da sind sogar, da, sind, da ist ja richtig Mühe gegeben. Angenehmes Depotklima, ein solides und qualitatives Fundament für alle Assets, strapazierfähig und langlebig. Edler Marmor lässt sich selbst die größten Verluste in einem beim Portfolio glänzend aussehen. Selbst Tränen lassen sich auf dem Marmor leicht entfernen. <laughs> Auch das Washington Monument ist, Marmor. ist aus Marmor. Sehr geil. Okay, richtig Mühe gegeben. Ey. Ich, ich habe das Gefühl, wir brauchen so eine Version auf der Pricing Page. Das ist richtig nice. Ähm, Organizing Finance. Ja, das, <laughs> ähm, dazu fällt mir ein. Das ist nämlich auch eine Sache, die, die ich oft sehe bei Leuten, die, war bei mir auch nicht anders, beziehungsweise ich glaube, ich habe schnell die Kurve gekriegt, die ihre eigenen Finanzen unter Kontrolle kriegen. Man sagt ja zum einen, wenn du es nicht schaffst, von 3000 Euro im Monat zu leben, dann schaffst du es auch nicht von 13.000 Euro im Monat zu leben. Ähm, einfach, weil, weil man die Finanzen nicht unter Kontrolle hat und so weiter. Und ich bin generell Fan davon. Klar, es gibt so ein unteres Limit, ja, wenn du jetzt nur 500 Euro im Monat hast. Ähm, äh, dann wird es schwer in einigen Städten und so weiter, aber ähm, wenn du mal so, Grund, ich, wie soll nennen, so eine Grundlagensicherung hast, also du hast eine Wohnung, du kannst dir Essen leisten, blalala, ähm, äh, dass man dann trotzdem immer innerhalb seiner Möglichkeiten lebt, also immer, immer was ansparen kann, immer ein bisschen weniger ausgibt und so weiter. Einfach die, die Kontrolle hat und wenn es dann steigt und so weiter, dass das weiter in der Kontrolle ist. Das sagt man ja. Und deswegen finde ich das generell gut, auch mit Kleingeld anzufangen zu sortieren. Aber ähm, trotzdem ist es so, wenn man dann anfängt, Kosten zu sparen, ist irgendwann der Aufwand, Kosten zu sparen, viel höher als der Aufwand, sein Einkommen zu steigern. Also, wenn man die Kontrolle hat, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine persönlichen Finanzen durchgehe und optimiere, 5 Euro Abo pro Monat hier oder vielleicht 10 Euro Abo pro Monat hier zu sparen oder ich kaufe die günstigsten Sachen im Supermarkt und so, das ist viel zu klein, klein gedacht im Prinzip. Den Aufwand sollte ich lieber reinstecken. Wie baue ich mehr Vermögen auf? Wie, baue ich, wie, wie mache ich mehr Einkommen? Ähm, davon bin ich fest überzeugt. Das heißt. Kosten einmal unter Kontrolle kriegen, ein bisschen reduzieren, sodass es nicht so hardcore wehtut und ähm, organisiert haben, also dass man einfach weiß, wo seine Kohle hinfließt und so weiter und das dann halten und dann darauf fokussieren, mehr Einkommen zu generieren. Und wenn, das, wenn du dann eine fette Gehaltserhöhung kriegst, egal was, 20%, 50%, 100%, dann nur einen kleinen Teil dafür nehmen und den Lifestyle groß machen, sagen wir 10% der Gehaltserhöhung auf den Lifestyle und der Rest wird gespart. Und das macht man die ganze Zeit. Dann wird es rosig. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, das Meme ist fantastisch. Meta Verified. Ja, <laughs> das ist wegen, wegen dem Verified-Artikel, finde ich auch. Okay, das hatten wir schon letztes Mal, ja. Nice, okay. Sehr geil. Meme-Channel gefällt mir super. Und hier gehe ich mal rein wegen Fragen. So wie es aussieht, haben wir weniger, aber ich gucke noch kurz im Chat. Und äh, da wir hier wieder mal doppelt so viele Leute haben, wie wir Likes haben. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, drückt auf den Thumbs Up-Button. Wird uns sehr freuen. <laughs> ja, Mario, genau. Äh, wenn du nur 1000 Euro im Monat hast, empfehle ich dir mehr zu machen, wie ein intelligenter Mensch. Was war das? War das dieser Fragrance-Typ, der jetzt die Aldi-Werbung macht mit dem Brot oder Lidl-Brot-Werbung oder was auch immer? Das war doch der Fragrance Bro. Der, <laughs> der war. Der Typ ist 1a. Ah. Den hätte ich gerne mal hier im Stream. Strix, Laminat und Marmor hat keinen Bezug auf Parkett. Ähm. Hätte ich, vielleicht, äh, hätte ich vielleicht einmal ähm, erzählen sollen: Parkett, die Marke, ist die Anlehnung ans Börsenpaket. Deswegen hat es Bezug dazu. Jeremy ist richtig witzig. Okay, also ich gucke mir kurz, Steve. Oh, doch, da sind ein paar Fragen. Habt ihr noch reingequetscht? Ne? Ich sehe es hier vor 13 Minuten. Vor, okay, also gut, machen wir. Philipp, erstmal vielen Dank für dein Abo. Freut mich sehr. Hallo, somit im dividenden dashboard sieht man die pro prozentuale Veränderung der erhaltenen Dividenden über die Jahre. Prozentuale Veränderung der erhaltenen Dividenden über die Jahre. Gerade am Jahresanfang ist der Wert für versus Vorjahr natürlich sehr roh. Dadurch demotivierend ist es möglich, hier eine motivierende Anzeige zu finden. Zum Beispiel den Bezug zum Vorjahreszeitraum zu beziehen oder mit einem möglichen erweiterten Divid Dividendenkalender eine ganz. Jahresprognose abzubilden. Viele Grüße. Also möglich ist erstmal alles und ich zeige euch kurz, wovon der Philipp spricht. Er spricht von dieser Anzeige hier. Diese Tiefrote hier versus vorher Was man natürlich machen kann, ist, man kann das relativ machen. Man kann, man kann sagen, okay, wir, wir betrachten immer die letzten zwölf Monate versus die zwölf Monate davor, die zwölf Monate davor. Das könnte man machen. Dann hast du keine Jahreszahlen hier sondern Zeiträume, andere Zeiträume und die bewegen sich die ganze Zeit. Da, da haben wir uns aktiv dagegen entschieden. Wir wollten das schon fürs Kalenderjahr haben und äh, ich persönlich finde es tatsächlich ein bisschen motivierend, äh, das ins Grün zu kriegen, aber das ist vielleicht persönliche Präferenz oder persönliche Interpretation, wo, wo ich zustimme, was ich auch gerne machen würde und wie ein äh, sehr bekanntes Meme sagt, somit findet viele Ideen gut und er realisiert dann, dass er nicht genug Entwickler hat. Ist die Prognose. Also, dass wir hier einen zusätzlichen Wert machen und sagen: 2023 Prognose, basierend auf den Holdings, den zuletzt gezahlten Dividenden dieser Holdings oder letztes Jahr Ausschüttungen und so weiter, dass wir dann sagen: Okay, das ist die Prognose. Und vielleicht kann man sogar, da, wie viel du investierst pro Monat oder pro Quartal oder pro Jahr, dass wir das auch noch on top rechnen und Einfach davon ausgehen, dass du mehr Shares hast in dem Unternehmen. Also, dass wir auch die Steigerung durch Käufe prognostizieren. Ähm, die Daten sind auf jeden Fall da, um ein paar schlaue Aussagen zu treffen, glaube ich. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall dafür. Deswegen, ich schreibe mir das nochmal auf: Dividendenprognose für Dashboard und Table. Aber das ist nichts, ähm, wie immer. Nichts, was ich jetzt sofort machen kann. Und was das betrifft, Prognose, bitte, ich verweise wie immer ähm, aufs Feature Voting, bitte dort eintragen, hochvoten. Wir müssen sehen, wie viele von euch ähm, daran Interesse haben und welche Gedanken ihr dazu habt, könnt ihr dort auch kommentieren und so weiter. Ich zeige euch das nochmal kurz, das Feature Voting, denn es ist einfach äh, ein sehr toller Datenpunkt für uns. App.paket.com/slash feedback. Hier seht ihr, was gerade trendet. Da ist zum Beispiel der Dividendenkalender den ich aber jetzt nicht als Prognose zähle und ein paar andere Sachen, also andere freie Zeiträume, andere Vermögenswerte und 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 ein Haufen Zeug findet das, was ihr mögt, votet es hoch und tragt Sachen ein hier, die noch nicht eingetragen sind und wenn ihr Gedanken habt zu den Sachen, dann einfach hier kommentieren. Wir schauen das sehr aktiv an, wir moderieren das auch, tun gleiche Beiträge zusammen, merchen und solche Geschichten. Wir haben da jetzt gerade das Tool gewechselt, das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen rein. Aber ähm, generell ist das eine sehr, sehr tolle Datenquelle dafür und gibt uns einfach mal so eine Idee, ähm, was so das populärste, der populärste Wunsch ist in der, in der Userbase. Vielen Dank für dein Comment, Philipp. Dann Kai, auch dir herzlichen Dank für dein Plus-Abo. Das supportet die ganze Show und das ganze Unternehmen. Liebes Parkett-Team, euer Tool ist einfach genial. Ich, äh, ich habe damit gern mein selbstgestricktes Excel-Tool, das leider nur arbeitsintensiv gepflegt werden konnte, abgelöst. Das freut uns sehr. Das ist äh, somit das beste Lob, was man bekommen kann. Ähm, ich hau das mal kurz in Team Channel bei uns. Trotz aller starken Fähigkeiten in eurem Portal habe ich noch Wünsche, von denen ich annehme, dass sie einen großen Mehrwert bringen, aber mit wenig Aufwand realisieren. Oder oh, bin ich immer Fan davon? Hier zunächst mein Hauptwunsch: Ich möchte meine Holdings nacheinander in der Einzeldarstellung schnell betrachten und beurteilen. Ja, ohne wie immer auf irgendeinen Anfang zurücksteigen zu müssen. Bei dem okay, äh, fair und ist tatsächlich eine Kleinigkeit. Ich mache so gern Versprechungen, aber ich, ähm, ich gehe das an. Ich werde, ich habe die Mädels hier, meine Mädels sind ja aus dem Haus. Das heißt, was soll ich am Ende, am Wochenende machen, außer programmieren? Zocken? Nee. Ähm ich programmiere das. Bei den aktiven Wertpapieren nach links, da hatte ich auch schon ganz lang Konzept im Kopf und so weiter. Ich habe es nur noch nicht umgesetzt und es ist tatsächlich nicht so viel Aufwand. Da ich auch gern bei Verkaufen Holdings weiterhin im Auge behalten will, gilt mein Wunsch auch für diesen Bereich. Hier ist der Weg noch umständlicher. Mit linkswischen komme ich wieder ins Dashboard zu den aktiven Holdings. Muss unter den verkauften Wertpapieren suchen. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Also, wenn ich sage, ich setze es um, dann rede ich vor allem von der Web-App jetzt, nicht von der mobilen App, aber das kriegen wir hin. Da hast du absolut recht. Es sollte möglich sein, beide Listen in der detaillierten Antwort durchtickern zu können. Das wäre für mich der größte Mehrwert fürs Erste. Fair. Fair, lieber K. Habe ich Kai gesagt? Sorry. Roman, auch dir herzlichen Dank für dein Plus Abo. Lieber Somit, liebes Parkettteam. Ich war jetzt schon für einige Wochen bei keinem Livestream mehr dabei. Oh, wir haben dich übelst vermisst, Roman. Und habe gesehen, dass sich wieder einiges getan hat. Die Depot Gesamtübersicht ist toll, nur habe ich jetzt folgendes Problem. Ich habe ein Portfolio. Für mein Core-Depot mit ETFs und eines für meine Aktien und Kryptos, Satellite-Depot. Zusätzlich hatte ich mir noch ein Gesamtdepot angelegt, wobei ich nur in diesem auch Verrechnungskonten hatte. Mein selbst erstelltes Gesamtdepot ist nun eigentlich überflüssig? Ja. Wäre das eben nicht mit dem Verrechnungskonto? Denn ich habe meine ETFs und Aktien bei einem Broker mit einem Verrechnungskonto, will diese aber getrennt im Paket eben in zwei Depots darstellen lassen, wie oben erwähnt. Wie kann man das nun handhaben? Es müsste quasi das Verrechnungskonto auch im anderen Depot aktualisiert werden. Sprich, wenn ich Aktien kaufe für 1000 Euro im Satellite-Portfolio, dann müssten auch 1000 Euro im Core-Portfolio abgezogen werden. Ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich denke, das geht nicht, oder? Deshalb nutze ich jetzt immer noch mein selbst erstelltes Gesamtdepot. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Danke schon mal noch weiter. Also, okay. Ähm also, die Frage ist, wie viel Automatisierung du willst. Wenn du es automatisch, automatisiert willst, im Sinne von, du trägst einen Kauf für Apple ein und du willst, dass der, der Preis, den du dafür bezahlt hast, von deinem Verrechnungskonto abgezogen wird, wie es in echt auch ist. Wenn du das im Parkett willst, und zwar automatisch, dann muss das Verrechnungskonto im gleichen Portfolio sein. Ähm das wird nicht anders gehen. Wenn du es aber, wenn du bereit bist, es manuell zu machen, und du hast es ja mehr oder weniger doppelt gepflegt aktuell. Könntest du, ich weiß nicht, ob es hilft, aber das ist eine spontane Idee zumindest. Musst du auch mal ein bisschen länger drüber nachdenken oder ausprobieren. Du hast ein Depot mit, ähm, mit deinen ETFs, du hast ein Depot mit deinen äh, Aktien und Kryptos und du hast ein Depot nur mit den Cash-Konten. Und die tust, du, ähm, die tust du aktualisieren. Dann hast du in der Gesamtübersicht sozusagen alles am Start. Und kannst rein und raus filtern, aber, ich, aber es fehlt halt die Verknüpfung des eigentlichen Verrechnungskontos, also es wäre definitiv manueller Aufwand. Deswegen, mhm. ja, das ist, also so wie du es wahrscheinlich gerne hättest, ist es aktuell nicht möglich und ich muss auch sagen, auch sehr starker Edge-Case. Das heißt, das kann ich dir auch nicht versprechen, dass es in irgendeiner Form in nächster Zeit betrachtet oder umgesetzt wird. Ähm, was ich empfehlen würde, also generell, wie wir es zumindest angedacht haben und wie es auch die meisten Nutzer nutzen, ist, du hast in dem Depot, in dem, vom, in dem Portfolio selbst das Verrechnungskonto. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Du hast es halt aufgesplittet in. Ja, okay. Okay, eine Sache kann. Ein Hoffnungsschimmer kann ich dir geben. <laughs> Intern denken wir über ein, ich habe das schon mal im Stream gesagt, glaube ich, ein Portfolio. Konzept 2.0 nach. Und dort wäre das Problem gelöst. Mehr will ich jetzt noch nicht sagen. Und das ist auch nichts, was irgendwie in Q1 kommt oder so. Aber das in einer neueren Version ähm, vom Parkett und, und unserem Konzept fürs Portfolio-Tracking ähm, bin ich ziemlich sicher, dass wir das, dass wir das für dich lösen. Ja genau, Paul. Diese Portfolios miteinander reden Geschichte und so weiter. Das ist was, was, ähm, was wir in, in Portfolios 2.0, Portfolio Tracking 2.0, wie auch immer, dass wir das da, bisschen, wir das da äh, gelöst kriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Tim, hey, wird es in naher Zukunft neue Asset-Klassen wie zum Beispiel Edelmetalle geben? Ich weiß nicht, was nah ist. Ähm, Edelmetalle ist so ziemlich die, meist gewünschteste neue Asset-Klasse. Das heißt, wenn wir eine neue Asset-Klasse, Anlageklasse hinzufügen, dann Edelmetalle. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie nah. Also wir arbeiten da jetzt nicht nächste Woche dran oder so. Deswegen, ich kann dir, kann dir, nicht aus, äh, kann dir keine Versprechung geben, wann das kommt. Aber wenn du Sil Gold und Silber zum Beispiel anlegen willst, dann würde ich dir empfehlen, das heute als Wertpapier zu machen und den Goldkurs zu nehmen. Das gibt es ja auch äh, an der Börse und dann hast du es auf jeden Fall im Portfolio abgedeckt es noch mal als eigene Anlageklasse zu machen, halte ich für sehr sinnvoll. Und wir haben es vor, aber jetzt nicht, ähm, jetzt nicht gleich, gleich nächste Woche oder so. So, okay, das waren die Fragen. Wie gesagt, die ganzen Fragen oder beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, die ich hier im Chat, äh, im, im Stream so detailliert ähm, lesen und beantworten soll, soweit ich es kann. Dann bitte ähm, in der Community unter Events. Da ist immer der upcoming stream, der nächste stream. Ich glaube, Montags posten wir den da rein. Ist dann da drin. Und dann könnt ihr da einfach Kommentare posten. Schon über die Woche hinweg, wenn euch was einfällt. Und äh, ich werde es definitiv hier lesen und so gut ich kann beantworten. So Leute, mein Bier ist nicht mehr leer geworden, aber die Mate. Wir haben wieder... 90 Minuten haben wir heute nicht geknackt, aber ist auch okay. Wir sind gut durchgekommen. Hat mir definitiv viel Spaß gemacht. Die Memes waren cool. Und ähm, ich bin relativ zufrieden mit dem, was wir diese Woche wieder, wieder rausgauen haben. Aktivität, Aktivitäten duplizieren und äh, äh, die vielen Fixes und so weiter äh, für einiges Zeug. Und was hat man noch? Äh, die Portfoliotabelle, genau die wir live gestellt haben. Ist richtig cool. Seid gespannt, was noch kommt. Wir müssen ein paar dicke Klöpper noch machen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich kann mehr Entwickler einstellen dieses, dieses Jahr, dass, ähm, dass wir noch ein bisschen mehr Zug drauf kriegen. Aber either way, wir sind hoch motiviert, haben Lust und, äh, und noch viel vor. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Deswegen noch ein letztes Mal einen Daumen hoch, würde ich mir wünschen. Und ähm, dann sehen wir uns nächsten Freitag, oder? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es gut, treibt es nicht so wild. Ich gehe hier zu, zum Bierpong-Tisch jetzt. Guck mal, wie viel Bier da auf mich wartet. Wünscht mir Glück. Schönes Wochenende euch. Bis in einer Woche. Ciao, ciao.